Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute schauen wir uns mal vermeintliche DLC-Leaks von Pokémon Karmesin und Purpur an. Und heute schauen wir uns mal die Magenta Mirage-Theorie bzw. Leak an, welche Light88 auf Twitter geteilt hat. Es gibt noch weitere Vermutungen bzw. Leaks, die wir wohl im DLC bekommen könnten. Es gibt auch eine Atlantis-Theorie, Atlantis-Leak, aber dazu mehr in einem anderen Video. Fangen wir mal hiermit an. Und zwar sehen wir hier, der DLC wird wohl den Namen Magenta Mirage tragen. Und diesmal wird es anscheinend auch nur ein DLC geben, nicht zwei wie in Schwert und Schild, aber dieses DLC wird größer sein als beide in Schwert und Schild. Anscheinend soll dieser DLC auch im November rauskommen. Wenn das der Fall sein sollte, dann kann ich mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass wir nächsten Monat zum Pokémon Day schon diese Ankündigung bekommen werden. Ebenso soll auch der Codename von dem dritten legendären Pokémon, also ihr wisst schon, dieses, wo wir in der Akademie in dem Buch gesehen haben, soll ebenfalls den Codenamen Magenta Mirage tragen. Dieses Pokémon soll in einem zweiten Krater leben, welches sich wohl oberhalb der Karte befinden soll. Scheinbar sollen wir in dem DLC auch mit zwei Stämmen in Kontakt kommen, einem antiken Stamm und einem futuristischen Stamm. Scheinbar sollen diese Stämme auch in Terra-Kristallen umhüllt sein, mit Pokémon und Menschen, die wohl für hunderte von Jahren in diesen Kristallen feststeckten. Außerdem sollen die Stämme wohl in Angst leben, da sie diesem zweiten Krater, wo ja dieses dritte legendäre Pokémon leben soll, nicht entkommen können. Außerdem soll Magenta Mirage, das dritte legendäre Pokémon, über eine Fähigkeit verfügen, um die Fähigkeiten von Koraidon und Miraidon auszukontern. Scheinbar soll es auch Psychofeld und Regen entgegenstehen. Und sein echter Name soll wohl Mimew lauten und es wird wohl vom Typ Wasser und Drache sein. Und Wasser und Drache passt, denke ich mal, ganz gut, denn wenn wir uns das Pokémon mal anschauen, dann sehen wir, dass sein Schweif wohl so eine Art Wasserwelle darstellen soll und legendäre Pokémon tragen sowieso meistens immer den Drachentypen und ein besserer Typ als Drache sehe ich jetzt hier wirklich nicht, aber in meinen Augen sollte es halt schon einen zweiten Typen bekommen und da passt Wasser halt auch schon am ehesten, da es ja auch so eine Art Schildkröte darstellen soll. Weiter unten heißt es, es verwirklicht die Ambition der Menschen, damit sie an es glauben. Und dazu benutzt es noch die Energie des Glaubens, um am Leben zu bleiben. Und es füttert die Träume mit Menschen, eventuell um sie wahnsinnig zu machen. Dann geht es hier weiter um einen Heath, den wir eventuell im DLC kennenlernen werden. Und zwar war Heath ein Science-Fiction-Fanatiker und kam anscheinend in Kontakt mit Magenta Mirage und hat damit die Paradox-Pokémon erschaffen, die wir nun haben. Scheinbar sollen auch Antiqua und Futurus davon inspiriert worden sein, die Zeitmaschine zu erschaffen, die mithilfe der Terra-Kristallen betrieben wurde. Die Paradox-Pokémon kommen von der Vergangenheit bzw. der Zukunft, aber eins wurde durch Heaths Besessenheit verändert, Pokémon von anderen Zeitlinien zu sehen. Okay, sehr interessant. Nun geht's aber weiter mit Pokémon, die wir wohl neu im DLC kriegen werden. Hier weiter oben haben wir noch ein paar Sachen und zwar die Terra-Stücke, wie auch immer man sie nennen möchte, sind wohl Teil von Mimew, die wohl materialisiert wurden, um die Ambitionen wahr werden zu lassen. Und der Plot des DLCs soll wohl sein, einen gehirngewaschenen Heath aufzuhalten, welcher Mimew dafür benutzt, die Region in Terra-Kristallen zu umhüllen. Also so wie ich es jetzt hier lese, sollen wir tatsächlich im DLC die Terra-Kristallisierung verhindern. Das ist schon ein sehr merkwürdiger Plot, denn damit würden wir ja quasi das Hauptgimmick der Paldea-Region verhindern, also bevor es überhaupt entsteht. Das ist genauso wie wenn wir in der Kalos-Region oder in der Höhenregion die Mega-Entwicklung verhindern würden. Ah, ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen seltsam, aber kommen wir nun zu den neuen Paradox-Pokémon und neuen Pokémon, die wir wohl im DLC bekommen
sollten. Fangen wir dazu mal mit Paradox Suicune an. Und wenn ich schon den Namen von Paradox Suicune lese, kommen mir ein paar Zweifel. Und zwar Storming Waters. Denn bis jetzt hatten wir, was Pokémon-Namen betrifft, immer ein 12-Zeichen-Limit. Manguspector ist auch der längste Pokémon-Name, den wir haben, mit exakt 12 Zeichen. Und Storming Waters hat 15 Zeichen. Deswegen spricht es schon ein wenig eher dafür, dass dieser Leak hier fake sein könnte. Wenn sie jetzt im DLC nicht gerade das Namenslimit erhöhen, dann schon sehr auffällig auf jeden Fall. Aber dieses Storming Waters soll dann auch vom Typ Wasser und Geist sein. Kommen wir weiter zu Paradox Viridium, dessen Name Iron Blade heißen soll. Und ja, Iron Blade merkt man schon, es wird eine Zukunftsform, denn alle Zukunfts-Pokémon tragen Iron im Namen. Vom Typ Pflanze und Psycho. Weiter geht's dann mit den Kalos-Startern. Und zwar haben wir hier Paradox für Nexus, welches Wicked Mage heißen soll. Und zwar ist es dann auch eine Vergangenheitsform vom Typ Feuer und Fee. Dann kommen wir weiter zu Paradox Chestnut namens Iron Shelter vom Typ Pflanze Stahl. Und natürlich Greninja Quajutsu mit zwei Paradoxformen. Quajutsu sowieso ein sehr special Pokémon. Wir hatten hier erstmal Wrath Warrior vom Typ Kampf und Unlicht, die Vergangenheitsform. Und dann hätten wir Iron Ninja vom Typ Wasser und Gift. Dann, sehr interessant, haben wir hier zwei Pokémon aus der Paldea-Region. Und zwar einmal Paradox Voltrian namens Thunderstorm vom Typ Elektro-Wasser. Und, was ich sehr interessant finde, Paradox Glimmora namens Iron Flower vom Typ Gift und Stahl. Und Glimmora bzw. Lumiflora ist ja sowieso schon ein sehr spezielles Pokémon, da es ja scheinbar seinen Ursprung in Area Zero hat. Und dazu dann noch eine Paradoxform. Das ist jetzt so dieser zweite Punkt neben Storming Waters, wo ich sagen würde, dass dieser Leak schon fake sein könnte. Obwohl der dritte Punkt. Ich finde diesen Plot immer noch sehr merkwürdig, dass man die Terra-Kristallisierung verhindern sollte. Schwierig. Dann kommen wir weiter zu Mime. Da haben wir ja schon drüber geredet. Das soll ja das dritte Legendäre im Bunde sein. Da haben wir auf der ersten Seite schon viel dazu gesagt. Dann sollen wir wohl noch zwei weitere neue Pokémon bekommen, die ebenfalls Weiterentwicklungen von schon alten, uns bekannten Pokémon sein sollen. Denn scheinbar hätten wir hier erstmal Rafflesham, also eine Weiterentwicklung von Palimpalim vom Typ Psycho und Stahl, und Tarampera, eine Weiterentwicklung von Voltula mit dem Typen Käfer Elektro. Ich sag mal so, Palimpalim schon so ein Pokémon, das definitiv eine Weiterentwicklung braucht. In der Hinsicht würde ich es mir auch sehr wünschen, dass das Ding wirklich eine Weiterentwicklung bekommt. Vielleicht auch eine, mit der man competitive-mäßig was anfangen könnte. Voltula ist an sich schon ein sehr gutes Pokémon, aber ich sag mal so, wir haben eine Weiterentwicklung für Zuzurio bekommen, was auch schon competitive gesehen ein sehr gutes Pokémon war. Von daher nicht ganz unwahrscheinlich, wenn Voltula auch noch eine Weiterentwicklung kriegen könnte. Dann sollen wir wohl mehr Customization-Optionen bekommen. Und zwar knüpft jetzt dieser Leak hier an einen ehemaligen Leak von Riddler-Coup an. Denn Riddler-Coup hat in der Vergangenheit ja mal gesagt, dass wir im DLC wohl ein PK-Hex-ähnliches Gimmick kriegen könnten. Und das wird jetzt hier weiter aufgegriffen. Und zwar heißt es hier, dass wir wohl eine Art Laboratorium bekommen werden, wo es uns möglich sein wird, EVs anzupassen, Terra-Typen und Level der Pokémon anzupassen und das im Tausch für Liga-Punkte. Und das ähnelt halt schon sehr den PK-Hex-Funktionen, wo man halt auch wirklich alle Werte der Pokémon nach Belieben einstellen kann. Eventuell noch alle Wunschattacken den Pokémon geben kann. Natürlich auch Level, Terra-Typen und so weiter. Und es soll wohl auch eine Funktion geben. Und ich sehe jetzt hier einen weiteren Punkt, dass das Ding eventuell fake sein könnte. Und zwar soll es wohl Dual Type Terra-Stücke geben. Also so, wie ich es jetzt hier rauslese, eine Option, Pokémon einen zweiten Terra-Typen zu geben. Und das sehe ich schon auch als sehr unwahrscheinlich, dass wir Pokémon einen doppelten Terra-Typen geben können. Aber scheinbar soll man das auch nicht jedem Pokémon geben können. Wie es hier beschrieben wird, kann man das wohl Starter-Pokémon geben, legendären Pokémon und einigen Gen-9-Pokémon. Aber diese Kristalle sollen wohl auch schon bestimmte Typen haben, die man dann auch im Nachhinein nicht ändern kann. Also eventuell, wenn es diese
Doppel-Tera-Typ-Stücke gibt, dann kann man diesen zweiten Tera-Typen nicht bestimmen. Aber ich sehe es halt trotzdem noch als ein wenig unrealistisch. Wie würde das dann im Kampf beispielsweise aussehen, wenn man die Tera-Funktion aktiviert? Kann man dann im Vorhinein auswählen, ob man jetzt beispielsweise Feuer oder Pflanze haben möchte? Oder wie würde das auch bei Tera-Ausbruch aussehen? Das, ja, ich weiß nicht, das finde ich schon ein wenig unrealistischer. Aber weiter unten heißt es, dass wie im Schwert und Schild DLC dazu sein soll, dass man auch legendäre Pokémon in Terra Raids herausfordern kann. Dazu hatten wir in Schwert und Schild ja ein bestimmtes Gebiet, wo man ja immer zufällig legendäre Pokémon bekämpfen kann. Also man musste sich quasi erstmal durch 3 Raids durchkämpfen, um am Ende quasi dem legendären Pokémon zu begegnen. Weiter unten heißt es aber auch, dass man diese legendären Pokémon in Cavern-Covered Terra-Kristallen finden kann. Wenn man mit diesen Kristallen interagiert, dann startet wohl sofort der Kampf gegen das legendäre Pokémon, aber welches es sein wird, ist random. Und ja, Freunde, das wären die ersten vermeintlichen Leaks hier, die Light88 geteilt hat. Hat sehr viele Schwachpunkte meiner Meinung nach. Aber Freunde, was ist denn eure Meinung zu diesen vermeintlichen Leaks? Ich werde mal schauen, wie ich das im Titel benennen werde. Wahrscheinlich werde ich wirklich schreiben, vermeintliche DLC-Leaks oder sowas. Aber mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Haltet ihr diese Leaks für glaubwürdig oder eher weniger? Also meiner Meinung nach hat sie schon sehr starke Punkte, aber auch sehr viele Schwachstellen, die halt wirklich dagegen sprechen, dass es real ist. Aber Freunde, wie schon gesagt, würde mich eure Meinung dazu sehr interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon Karmesin und Purpur verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. By the way, heute Abend ab 19 Uhr wird es bei mir auf Twitch einen Livestream geben. Wenn ihr dabei sein wollt, dann klickt gerne auf den Link in der Beschreibung, lasst ein Follow da und lasst uns heute Abend Spaß zusammen haben. Aber Freunde, dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Mal, eventuell auch bis zum Livestream heute Abend. Und ciao!